Dies ist eine Geschichte über Kids, die durch Sport eine neue Perspektive bekommen haben. Eine Geschichte über den Rugby-Spieler und einstigen Schläger Ariel. Ich habe Menschen ohne Grund zusammengeschlagen. Und eine Geschichte über den Basketballcoach Catrice, der als Kind in einem Viertel aufwuchs, in dem Drogen und Gewalt vorherrschend waren. New York, Traumstadt von jährlich über 40 Millionen Touristen. Knapp 11 Jahre nach den Terroranschlägen boomt die Metropole rund um den Big Apple wie nie zuvor. Sightseeing in Manhattan, Shoppen in der Fifth Avenue. Reisende lassen im Schnitt jährlich 28 Milliarden Dollar in New York. Aber es gibt auch das arme New York. Wir sind in Harlem. Noch immer gibt es in diesem Stadtbezirk ein hohes Maß an Arbeitslosigkeit und leider auch an Kriminalität. Kräftig mitgemischt in den Straßengangs hat auch der 20 Jahre alte Ariel. Dank Rugby ist das nun 4 Jahre her. Ich war an vielen Schlägereien beteiligt. Leute, die aus nichtigen Gründen verprügelt wurden. Man hatte nur einen bestimmten Grund, sie zu schlagen, weil man wusste, dass sie sich nicht wehren würden. Ariel ging früher höchstens 1 bis 2 Tage die Woche zur Schule, den Rest schwänzte er. Er wechselte 4-mal. Erst die 5. Schule verhilft ihm tatsächlich auf den richtigen Weg, mit Hilfe des Programms Play Rugby und jetzt auch den Mitteln von Laureus. Sie haben mir gezeigt, dass sie sich tatsächlich um meine Ausbildung kümmern. Ich würde sagen, es war ein sehr dramatischer Wandel. Hätte mir jemand vor ein paar Jahren gesagt, dass ich Rugby spielen oder sogar den Schulabschluss machen würde, hätte ich dich nur angesehen und ausgelacht. Seit Januar 2012 unterstützt Laureus in den USA nicht nur Play Rugby, sondern auch das Ringerprojekt Beat the Streets und Coach Across America. Einer dieser Coaches ist Catrice, aufgewachsen in einem Ex-Problemviertel. Ich bin stolz, als Coach für Laureus zu arbeiten. In Zukunft möchte ich noch viel mehr ähnliche Projekte starten und noch viel mehr Kinder erreichen. An der Rafael Dual Language School in der Bronx trifft Ariel die Laureus- und Mercedes-Schirmherren. Sie wollen sich vom Erfolg ihrer Projekte persönlich überzeugen lassen. Mit dabei auch Marc Spitz, 7-facher Goldmedaillengewinner bei Olympia 72 in München. Die Trainer sind absolut großartig. Manche Unterrichtsstunden machen sie sogar freiwillig. Für das Training werden sie bezahlt. Nach einem Jahr könnten sie ein Stipendium fürs College bekommen. Es gibt ein tolles Beispiel eines Mädchens, das gerade vor einem Monat das Programm beendet hat. Und sie wird nach Harvard gehen. Ich finde, das sagt einiges aus. Mercedes-Benz USA unterstützt Laureus und damit auch die Projekte, unter anderem mit $5 pro verkauftem Fahrzeug. Wir stellen Trainer in 5 verschiedenen Städten der Vereinigten Staaten auf. Es ist eine großartige Initiative, da sie uns erlaubt, gerade die Gemeinden, die benachteiligt sind, zu erreichen. Wir benutzen den Sport, um eine soziale Veränderung herbeizuführen. Die von Laureus unterstützten Projekte Beat the Streets, Play Rugby und Coach Across America bieten seit Anfang 2012 eine langfristige Chance für eine bessere Zukunft. Unter anderem in New York. Und die Kids sind fest entschlossen, diese zu nutzen.